Der kann ich irgendwie rein. Ne? Wen kann ich hiervon ansprechen? Was? Okay, steht davor. Alles klar, ich reite mal eben hin. Probieren das mal aus. Das, wenn ich einmal weiß, wie das geht, dann ist es meistens auch kein Problem. Nur muss halt erstmal blicken, wie das funktioniert. Und ich weiß halt nicht, ob ich die Leute da irgendwer ist, aber ich weiß ja nicht, welches Emote, wenn, wenn ich nicht weiß, welche Leute das sind. Deswegen denke ich mal, dass man die irgendwie auf, ausfindig machen kann. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich bin ja voll der Horst, ne? Aber da steht doch irgendwie nichts in dem Ding drin. Und ich finde auch was anderes. Manchmal echt, also die machen sich das echt nicht so leicht, weil die, ne? Die wollen auch, dass die Leute echt sich hier lange aufhalten und den ganzen Kram suchen. Das ist schon echt fies. Wer denn jetzt? Habe ich gerade gesagt, links vom. Ach, da. Ah, okay. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ah, Schätze und Scherze. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Badum, badum, badum. Dann rein wir halt mal zusammen durch die Gegend. Kann ja auch mal nicht schaden. Führ mich mal rum. Okay, wir nehmen den unteren zuerst. I see, I see. Wo willst du hin? Junge, wo willst du hin? Muss mir nochmal die Klamotten angucken, aber das Pferd ist geil. Sag mal. Ich glaube, der fühlt mich gerade ganz woanders. Oder auch nicht. Oder doch. Aber den einen Typen habe ich, glaube ich, gerade sogar gefunden. I'm right behind you. Ich glaube, bei dem leckt es gerade ein bisschen. Deswegen sieht das nur aus, als würde ich woanders hin rein. Kann ich mir vorstellen. Aber hier hatte ich keinen gesehen, den man ansprechen kann. Hier ist niemand. Am armen Tor. Aber es muss ja dann auf jeden Fall jemand sein, den man irgendwie in irgendeiner Weise ansprechen kann. Beziehungsweise der so ein Zeichen über dem Kopf hat. Danach kann man ja Ausschau halten. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Beziehungsweise schon mal überhaupt eine sehr gute. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah ja, da. Hallo. Hat die das Lashfrucht? Okay. Was ein Unfug. Ich dachte, der will nicht verrückt sein. Ich hätte mir aber richtig durchlesen sollen, ne? Was eine bescheuerte Quest. Okay, ich muss da hoch. Anscheinend. Hab ich den Typ nicht gefunden? Sein? Achso, der rettet da hoch. Ich verstehe. I see, I see, I see. Wir laufen jetzt wieder links. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Hier wäre ich auch gedacht. Ich muss nämlich jetzt wieder da runter, glaube ich, oder? Ich weiß nämlich, wo der ist, weil den habe ich, glaube ich, schon gesehen. Und ich meine, der ist nämlich da unten drunter. Pass auf. Der liegt nämlich hier und jetzt rechts um die Ecke. Unter dem Steg. Pass auf. Scheiße. Wo war der denn? Da, da liegt er doch. Der Penner. Was hat der, wenn der werte Herr? Was? Wird bereits verwendet? Kein Scheiß. Gegrüßt. Kopfschmerz? Ausschimpfen. Warum denn? Mein armer Kopf. Meine Mutter wird mir die Ohren langziehen. Ah, okay.
Man muss denen also quasi mehr oder weniger zustimmen. Nicht sehr entzückt, aber es scheint die richtige Antwort zu sein. Okay, jetzt verstehe ich diese Quest auch. Also, da muss man schon mal gemacht haben, sonst blickt man eigentlich nicht durch. Also, ist jetzt nicht gerade so, dass ich sagen würde, boah, ist das einfach. Und ich bin schon wieder viel zu lange dabei. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen. Scheiße. Alles deine Schuld, Herzwill. Alles deine Schuld. Wie du mir das hier wieder zeigen musstest. Mann. Bin ich nämlich schon wieder drüber. Okay. Hallo. Mein gesamten Vermögen? Was? Ach so, ja oder nein? Okay, jetzt sollte ich auch zu Ende lesen. Überhaupt gibt's gar nicht. Okay, funktioniert. Das Pferd ist aber geil. Ich will das auch haben. Ich guck mir das mal an. Erstmal ausspionieren hier. Gott, das sieht davon aus. Gottes Willen. Das ist wie Aquaman. Und immer den Skyrim-Helm. Alter Verwalter. Und hier mit den pinke Items. Stich. Sag die Bio. Torchlampe, Damage Dealer, fröhlicher Wanderer. Ah ja. Und in einer wunderbaren Sippe, das liest man noch. Das liest sich doch gut. Wie schön, dass ich sich das liest. Ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Nee, am Festbaum war ich noch nicht. Huch. Die ersten 15 Minuten mussten vor muss ich mal eben hier noch erledigen. Die muss ja wenigstens abgeben, die Quest. Ich hab's mal wieder verpennt, richtig. Manchmal habe ich das tatsächlich, dass mir dann erst am Tag, wenn ich keine Folgen, es ist aber lustig, dass mir das immer genau an den Tagen auffällt. Das fällt mir nicht, weißt du, das fällt mir nicht einen Tag vorher auf. Ich gucke dann in meinen Videomanager und sehe dann, alles klar, wie lange habe ich denn noch Herr der Ringe? Wann muss ich denn wieder aufnehmen? Und ich stelle dann fest, scheiße, vor einer halben Stunde. So, und nicht ganz so, aber ungefähr. Meistens ist es dann noch rechtzeitig genug, nur wenn man dann, ist mir noch nicht ein einziges Mal passiert, dass ich das Tag vorher gemerkt habe, an dem ich dann meistens auch Zeit gehabt hätte und das hätte in Ruhe aufnehmen können und alles wäre gut gewesen, sondern nein, mir fällt das immer erst an dem Tag auf, wo ich es eigentlich aufnehmen müsste und, dann auch direkt hochladen. Ich habe keine Ahnung warum, das ist völlig behämmert, das macht null Sinn, aber es ist tatsächlich so, naja. Was denn? Scarlet Blade war toll, ich weiß gar nicht, was du hast, Haskell. Scarlet Blade war ein Traum. Also, falls ihr das nicht kennt oder nicht wisst, von der gerade redet, einer der First Look Episoden handelt von Scarlet Blade. Das ist so ein Free-to-Play MMO. Und, ich glaube, das haben irgendwelche Pädophilen programmiert. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig, dieses Spiel. Das ist voll mit Brüsten. Und ziemlich viel Haut. Ziemlich, ziemlich viel Haut. Also, falls euch sowas interessiert. Ich meine, wen interessiert sowas nicht, aber guckt euch das mal an. Das ist sehr spektakulär, dieses Spiel. Ich habe auch nichts zensiert. Ich war lieb. Ich habe es extra gelassen. Ich habe es halt so gemacht, wie es ist.
Und also das Spiel an sich spielt sich wie das andere. Es hat halt so ein paar Features, die nicht anders sind als andere. Nur es ist halt eigentlich, es sind keine männlichen Charaktere, sondern es gibt nur weibliche und sie sind immer fast nackt. Keine Ahnung, ob man das braucht, aber naja, guckt es euch mal an, wenn euch das interessiert. Ich spiele ja hier Herr der Ringe online als Dauerprojekt. Die anderen sind ja meistens nur First Look-Dateien oder First Look-Spiele. Nicht Spiele und nicht Dateien, weil jetzt sehe ich da First Look-Aufnahmen, ist nämlich dann eine Stunde, manchmal länger, ein bisschen länger, maximal anderthalb Stunden auf, die ersten. Mit manchmal alleine, manchmal mit ein paar anderen Leuten. Und das ist halt dann immer sehr abgefahrene Sachen teilweise. Wir suchen uns dann immer was raus, dass es möglichst aktuell ist und nichts allzu, ja, meistens, also in eigentlich in erster Linie Free-to-Play-Sachen, damit bei denen den Leuten oder dir, du dir das dann anguckst, dann zeigen können, alles klar. Wie ist das Spiel denn so? Gucke ich mir mal die erste Stunde an, kann das was, kann das nix? Und dann weiß man schon nach einer Stunde, weiß man immer schon ein bisschen mehr. Wir geben dann am Ende meistens immer noch so ein kleines Fazit, wie wir das gerade finden und was wir von dem Spiel so halten. Manchmal ist das auch gar nicht so positiv, das Fazit am Ende tatsächlich, sondern wir reden die manchmal auch ganz schön runter, weil die Spiele einfach dann scheiße sind. Und ich nehme nochmal eben an. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? An den Mini-Teil, weil das kann man nämlich eigentlich immer mal bringen. Es gibt nämlich immer welche von diesen Münzen. Kann man immer mal machen. Und ja, falls ihr euch noch für andere Spiele interessiert, jeden Freitag auf meinem Kanal ein First Look mit anderen oder alleine. Es ist immer sehr unterhaltsam und immer sehr interessante Sachen. Müsst ihr mal gucken, interessiert einen meistens nicht alles. Scheiße, ich laber hier viel zu viel. Aber irgendwas ist immer dabei, was einen interessiert. Einfach nur, um es mal gesehen zu haben. Man muss ja nicht die ganze Stunde gucken. Ne? Man reicht ja, wenn man sich einen kleinen, kleinen Eindruck davon macht, dafür ist das Ganze ja da. Und ihr könnt natürlich auch das ganze Ding gucken, wenn ihr wollt, um Gottes Willen, so ist das nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt zwingend notwendig wäre. Gottes Willen, ich will dazu kein Scheiße zu irgendwas zwingen. Ich glaube, ich schaff's jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich komme nicht mehr rechtzeitig an. Nein, zweimal durch den Schlamm, das reicht nicht. Nein, nein, nein. Ich habe das erste Mal das Rennen verloren. Und ich habe scheiße, ich hab's echt verloren. Ich laber hier viel zu viel Scheiße. Kacke, ich schaff's nicht. Nein, so knapp. Und jetzt darf ich wieder eine Stunde nicht mitmachen. Okay, suche ich mir natürlich nicht das neue Bauernfestpferd. Ah, oh, das war wieder peinlich jetzt. Ich laber hier viel zu viel. Ich laber wieder viel zu viel Scheiß und konzentriere mich nicht. Okay? Vergebt mir. Ignoriert das einfach und ja. Ich gebe das jetzt ab, bekomme Grenzermünzen und Herbstfest. Achso. Menschenmaskenzeichen. Könnt ihr auf den Festplatz während des Herbstfests eintauschen? Ne, ich will die Medaillen. Und nur die Medaillen. 9 Stunden kann ich das wieder neu machen. Da ist noch eine Quest, die war vorhin noch nicht da. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? So, das ist das Tanzding. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Und die anderen, was kann die da? Kann man Sachen eintauschen? Was hat die denn so? Tauschen. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Achso, kleine Kürbisse kann ich gegen Herbstfestmedaillen tauschen und große Kürbisse und große Kürbisse und natürlich dann noch Menschenmaskenzeichen und 12 von diesen Dingen gegen eine Biberfestmaske. Ich habe jetzt gerade Vorschau geklickt, aber es ist direkt, es leckt gerade. Alter, ist das Ding schäbig. Guckt euch das an. Die hässlichste Maske aller Zeiten. Das ist ja gar nicht witzig. Sowas freiwillig an. Ist ja unglaublich. So, was habe ich denn hier Schönes? Das ist ja ein Läufer und immerhin 5 Münzen. Naja, kann man mal mitnehmen, ne? Aber wo kriegt man denn diese Kürbisse? Die kann man bestimmt irgendwo finden. Irgendwo kann man bestimmt Kürbisse sammeln und dann kann man die abgeben und dann kriegt man noch mehr davon. Na, jetzt habe ich momentan 3, glaube ich, ne? Ja, 3. Herbst, 3 Herbstfestmedaillen. Ja, ich habe schon wieder eine Viertelstunde länger aufgenommen, als ich eigentlich wollte und schon wieder viel zu viel gelabert und gerade schon ein peinliches Pferderennen gemacht. Ich werde das jetzt rendern und rippen und direkt hochladen und dann werde ich danach weiter aufnehmen, damit das direkt locker flock hier im Anschluss weitergeht, denn wir versuchen, dass wir beide von diesen Pferden kriegen für die neuen, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt ein Pferdesammler, habe ich mir gerade fest vorgenommen. Außerdem haben wir ja genug Zeit, das zu machen und ja, wir sind ja nicht, das andere wäre die Nordhöhen, von daher ist das meistens wahrscheinlich eh spannender. Deswegen sage ich mal, ja, wir sehen uns dann, also ich wahrscheinlich gleich, das ist für euch aber erst morgen, von daher sage ich jetzt einfach mal Tschüssikowski, schönen Abend noch und bis morgen.